Das zeigt auch seinen ganz anderen methodischen Ansatz. Hier steht nicht die Berechenbarkeit, hier steht auch nicht das abstrakte statische Modell, also die typische induktive Vorgehensweise, die man von den Ingenieuren so klassisch kennt, im Vordergrund, sondern an dieser Stelle steht als erstes mal das Tragwerk in seiner Gesamtheit und auch in seiner Besonderheit, in seiner Einzigartigkeit im Vordergrund. Und von dem Tragwerk dann kommt man natürlich, also von dem Verstehen des gesamten Tragwerks und des Tragverhaltens, kommt man auf den Kräftefluss und dann im letzten Schritt sozusagen auf die Dimensionierung für diesen ganz besonderen Fall. Und diesen Ansatz, also diesen ganzheitlichen Ansatz, den er dann in seinen Projekten gelebt hat, aber auch in seiner Lehre dann eben also systematisiert hat. Das hat natürlich dazu geführt, dass er dann auch, würde ich mal sagen, vielleicht über Berlin hinaus bekannt geworden ist und dass er dann, als die Universität Dortmund neu gegründet wurde, auch dort gefragt wurde, kann er sich dort nicht einbringen, wahrscheinlich auch die Nähe des Büros in Köln eine Rolle gespielt haben. Kann er sich dort nicht einbringen, kann er nicht dort eigentlich auch ein neues Modell in der Lehre mit begründen? Und das sogenannte Dortmunder Modell, das ist eines nach wie vor das einzige echt institutionalisierte Modell, das existiert und das auch noch gelebt wird, wo Architekten und Ingenieure gemeinsam ausgebildet werden.